Hallo lieber Schütze, herzlich willkommen zu deiner Legung 1.4. bis 15.4.2022. Lieber Schütze, du siehst hier zwei verschiedene Orakelkartendecks und zwei verschiedene Tarotkartendecks. Mit den Orakelkartendecks, das sind die Weisheitskarten und es sind die Secret Cards 2, werden wir deine Überschrift heute ermischen und ich werde mit den zwei verschiedenen Tarotkartendecks werde ich sozusagen in die Klärung gehen bei euch. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid schon ganz gespannt, was bei euch alles so, ja, was die Karten so sagen möchten und um was es bei euch geht, meine Lieben. Ich möchte euch ganz herzlich bitten, alle, die neu sind hier auf meinem Kanal, dass ihr, wenn ihr natürlich möchtet, alles ist ein Kann, kein Muss, dass ihr hier definitiv gerne meinen Kanal mit unterstützt, indem ihr mir ein Abo schenkt und meine Videos liked. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Das ist eine große Unterstützung für mich. Wer mit dieser Legung nicht in Resonanz geht, ja, kann sein, es sind ja Zukunftsvorhersagen, dass ihr euch die Legung etwas später anguckt oder Mond, Venus oder Aszendentzeichen anschaut. Und wenn alles gar nichts hilft, meine Lieben, ja, was soll ich sagen? Dann dürft ihr euch auch gerne natürlich bei mir eine persönliche Legung buchen. Dafür bin ich da. Da helfe ich euch sehr, sehr gerne weiter, meine Lieben. Und dann schauen wir einfach mal, um was es jetzt hier bei euch geht. So, dann haben wir die erste Karte. Dann soll es die sein. Das ist die zweite Karte. So, und dann haben wir die hier. Die soll es auch sein. Gut, das ist die dritte Karte. Schauen wir mal. So, meine Lieben. Dann wollen wir uns das Ganze jetzt mal angucken, was hier bei euch Thema ist, ne? Also einmal haben wir den Langmut und einmal haben wir den Wandel oder im Wandel. Der Langmut bedeutet immer, dass du einen langen Atem für deinen Prozess, in dem du gerade bist, haben darfst. Ja, das heißt, nichts geht schnell. Du möchtest zwar schnell vorangehen, aber du wirst hier abgebremst. Das ist genauso wie der Satz, göttliches Timing, alles hat seine Zeit, Gott sitzt am Ruder. Das sind so eine Informationen und Botschaften, die hier eine Rolle spielen bei dir. Also wundere dich bitte nicht, wenn du hier nicht vorankommst. Dann hat es was damit zu tun, dass jetzt noch nicht die Zeit ist für diese Veränderung. Ja? Und dann haben wir im Wandel. Ja, der Wandel braucht seine Zeit. Ja? Der Wandel ist nicht zack, ist da, sondern der Wandel ist, auch du darfst lernen, dich darauf einzustellen, ja, auf den Wandel, auf das Neue. Ich gebe euch mal ein Beispiel, gerade eine aktuelle Situation. Die meisten oder immer noch ganz viele möchten noch, wenn sie Lehrgänge machen, Ausbildung machen, gerne sich in irgendwelchen Instituten treffen, Räumen, geschlossenen Räumen treffen. Sie möchten gerne zusammen essen, trinken, quatschen, lernen, machen, tun. Das war in der Erdepoche war das ganz oft so, ja, wir alle saßen im Klassenraum, wir alle haben halt gelernt, studiert etc. Ja, ich sage nur, Fernstudium ist die neue Zeit des Lernens. Es ist wichtig, dass ihr hier euch für die Veränderung, meine Lieben, öffnet, ja. Natürlich ist es alles kein Muss, sondern nur ein Kann. Aber, und jetzt komme ich mit meinem Aber, es wird sich alles verändern und ihr werdet es, wenn ihr euch dagegen sträubt, werdet ihr es nicht aufhalten können. Ja, es wird keiner aufhalten können. Die Zeit ist jetzt, die neue Zeit ist da. Sie möchte gelebt werden. Sie möchte anerkannt werden. Sie möchte gesehen werden. Und das ist ganz wichtig, dass das hier bei euch passiert, meine Lieben. So, wir gucken uns mal an. Wir haben ja einmal, was haben wir denn hier? Einmal die Dreieinigkeit, dann haben wir die Geburt, dann haben wir Leben und Tod, Sonnenkraft, Schutzsymbol, Kelten, nordische Mythologie. Mhm. Dann haben wir Geistesblitz im Flow sein, kreative Ideen, ungehemmter Redefluss, beziehungsweise Gefahr laufen, Geheimnisse auszuplaudern. Und dann haben wir einmal, sehr schön, die Entschleunigung, in der Ruhe liegt die Kraft. Ja. Nichts überstürzen, abwarten und Tee trinken, Entgiftung. Ja, genau. Also,
Ich packe das mal hier so ein bisschen übereinander, damit wir vom Platz her auch hinkommen, meine Lieben. So, hier haben wir einmal Thema Geburt auch, ja? Also hier möchte auch bei euch etwas neu anfangen. Etwas, was seine Zeit braucht, ja? Definitiv was, etwas, was seine Zeit braucht, wo du im Wandel bist, wo du dich dem Neuen sozusagen hingeben darfst. Das kann in Form von Geistesblitzen sein oder dass du auch im Flow bist mit dem Neuen, dass du auf einmal merkst, wow, es ist ja doch gar nicht so schlimm. Ich habe hier kreative Ideen, ja, und auf einmal merke ich doch, dass ich Pläne mache. Und hier bist du angehalten, dass du die Pläne bitte nicht gleich ausplauderst, sondern erstmal damit schwanger gehst, dir die Zeit gibst, dem Wandel die Zeit gibst, der Veränderung. Also bleibe da einfach ein bisschen mehr zentriert, auf dich fokussiert. Ja, und hier, genau, hier geht es um wirklich um das Entschleunigen. Ja, das Entschleunigen, das passt auch wieder hier zum Langmut. Ja, in der Ruhe liegt die Kraft. Gib dir bitte die Zeit, dass du dich diesem Prozess hingeben kannst, dass du wirklich mal, vielleicht möchtest du auch eine Entgiftung machen, ja, von dem alten Toxischen, von der alten Zeit, die dir jetzt nicht mehr dienlich ist. Leute, das ist genau das Thema, um was es hier geht. Also die alten Muster, das alte, was war, loszulassen, in Dankbarkeit gehen zu lassen und sich zu fragen und zu fokussieren, okay, was ist jetzt Thema, um was geht es jetzt hier, was darf ich verändern, was ist mir nicht mehr dienlich, und dann wirst du automatisch, wenn du nicht mehr kämpfst, sondern sagst, ey, ganz ehrlich, dann ist das so, dann gibst du dich diesem neuen Flow hin, dann erwarte bitte auch Geistesblitze, weil die wirst du kriegen, ja, kreative Ideen, das sind alles Dinge, die dir gut tun werden, weil du dich dann neu einstimmst auf die neue Zeit. Wir haben hier 7 der Schwerter. Du kommst aus einer Situation der Unehrlichkeit, aus einer toxischen Situation. Da wirst du definitiv, wirst du hier rausgehen. Das ist genau das. Das Rad dreht sich, es dreht sich, die Welt dreht sich, ja, es kommt was Neues, es möchte etwas Neues geboren werden, ja, Leben und Tod, etwas Altes möchte gehen, etwas Neues möchte geboren werden, der Tod steht für Transformation, ja, hier ist etwas bei dir in deinem Leben sehr unrund gelaufen und das möchte jetzt hier gehen. Das darfst du loslassen, lieber Schütze. Was haben wir hier? Ja. Und das tust du auch mit dem Ritter der Schwerter sehr direkt. Ein Ritter ist jemand, der direkt vorgeht. Also der überhaupt vorgeht, relativ schnell. Und mit der Schwertenergie wirst du das auch direkt tun. Ja, du wirst sagen, ich habe da keine Lust mehr drauf hier, auf diese Unehrlichkeiten, den Lug und Trug. Ich werde das jetzt hinter mir lassen. Ich werde mich jetzt einfach neu machen. Ja, ich entschleunige raus aus dem... Vielleicht ist das hier auch, dass du hier immer im Doing warst. Umsatz und Erlöse, doing, doing, doing. Du wurdest gemessen an deine Leistung. Ja, und hier steht auf einmal jetzt zum Thema, du bist im Wandel, du veränderst dich, du veränderst dein Sein, du veränderst die Schnelligkeit von sozusagen von schnell auf langsam. Hier auch wieder Entschleunigung, ja, entgiften, dich von dem Schnellen, von der schnelllebigen Zeit lossagen, um dich auf das Neue einzulassen. Wow, und das wirst du hier in deiner Energie auch tun, ja? Wir haben hier noch, das ist hier die schnellere Energie. Wir haben zwar gesagt entschleunigen, aber du wirst hier wirklich direkt aus dieser toxischen Situation rausreiten. Ja, wir haben jetzt zweite Mal jetzt einen Ritter. Wir haben hier einmal Ritter der Schwerter, es ist die direkte Vorgehen. Und dann aber Ritter der Stäbe ist deine Energie, ist dein schnelles Vorgehen. Du wirst hier an Fahrt gewinnen, um hier von dieser toxischen Situation in deinem Leben sozusagen davon zu reiten. Aber nicht wegrennen, sondern du sagst, nö, mag ich nicht mehr. Möchte ich nicht mehr, will ich nicht mehr, ich gehe jetzt hier raus. Darum geht es. Das hat hier nichts mit Wegrennen zu tun. Ja, wir haben hier 4 der Schwerter. 4 der Schwerter ist eine Karte, da wirst du sozusagen genau hinschauen. Du wirst aufgefordert, dir diese Situation hier nochmal anzuschauen.
und verstehen zu lernen, was das bei dir in deinem Leben ausgemacht hat, was das bewirkt hat, um dann sozusagen eine Entscheidung zu treffen. Welchen Weg möchtest du jetzt gehen? Welchen Wandel möchtest du jetzt gehen? Wir haben hier die 9 der Münzen. Ja, die 9 der Münzen, das ist die Single-Karte, ist aber auch die Karte, wo man sagen kann, du weißt deinen Wert zu schätzen. Du hast alles, was du brauchst. Du bist nicht abhängig von irgendeiner anderen Person. Du bist du selbst. Ja, du bist dir selbst als nächstes. Du bist im April, also in den ersten 14 Tagen, bist du ganz, ganz auf dich selbst zentriert. Also du konzentrierst und fokussierst dich auf dich selber, auf deinen Wert, auf deine Entwicklung, auf dein Sein, auf deinen Wandel. Ja, das wirst du spüren. So, dann haben wir hier 7 der Schwerter. Und da war es weg. Wir haben hier den Hierophanten. Du spürst, wenn es jemand nicht ernst oder ehrlich mit dir meint. Ich sehe hier in der Karte auch dich, ja? Und da wirst du fühlen, da musst du noch nicht mal die Augen aufhaben. Du hast ein unglaublich gutes Gespür, Schütze. Du spürst, wenn hier jemand unehrlich zu dir ist. Und deswegen bist du auch erst darauf gekommen, weil du erfahren hast, dass du es mit jemandem zu tun hast, der es hier nicht ehrlich mit dir meint, Schütze. Und aufgrund dessen hast du hier oder wirst du hier, wenn du es noch nicht erfahren hast, wirst du es erfahren, ja? Und hier wirst du relativ direkt demjenigen den Rücken kehren. Ja, und das ist auch eine ganz tolle Entscheidung, dass du das tust, dass du direkt gehst. Und ich denke, sie sagen immer, es ist nicht die Person, die du denkst, dass sie es ist. Also es muss hier noch eine weitere Person sein, mit der du nicht gerechnet hast, dass sie so ist, wie sie jetzt ist, wie sie sich zeigen wird. Die Welt geht weiter, the wheel of future. Es ist so, dass du wirst einen alten Prozess beenden und du wirst in einen neuen Prozess reingehen, ja? Du wirst eine neue Ära starten. Das wirst du sehr direkt tun. Spätestens, wenn du erfahren hast, wer hier dir gegenüber nicht ehrlich war. So, dann haben wir den Ritter der Stäbe. Mit dem schnellen Voranreiten, mit dem schnellen aus der Situation rausgehen. Es könnte ja auch dein also entweder aktueller Partner oder Ex-Partner sein, wo du hier wirklich, wo man dir deine Augen öffnet, ja? Wirst du hier Revue passieren lassen? Was habe ich in meinem Leben alles erarbeitet? Was habe ich in meinem Leben alles geschaffen? Du wirst hier definitiv so ein bisschen Richtung Nostalgie gehen, ja? Du wirst dir hier durch zum Beispiel das Entgiften. Was meint ihr, meine Lieben, wenn ihr entgiftet? Was ihr dann, was bei euch im Körper abgeht? Was ihr dann auf einmal, ihr schmeckt anders, ihr riecht anders. Da können eure Sinne, können auf einmal, wie als wenn ihr mit einem Poliertuch drüber geht. Da passiert ganz viel bei euch. Und stellt euch vor, ihr sagt, ihr entgiftet jetzt mal eine Runde. Natürlich immer bitte, wenn ihr es nicht wisst, wie es geht, mit ärztlicher Begleitung, möchte ich hier nochmal ganz arg erwähnen. Ja, bitte entgiftet nicht einfach mal so, sondern macht es bitte, sprecht es mit eurem Arzt ab. Ja. Und ihr werdet hier zum Beispiel durch das Entgiften Revue passieren lassen. Ja, was ihr hier erfahren, erlebt habt, was ihr hier überhaupt bis jetzt gelebt habt. Und ihr werdet hier wie so ein Bing, das als wenn hier ihr eure Augen aufmacht und denkt, was habe ich für ein Leben gelebt? Das muss hier beendet werden. Hier muss was Neues angefangen werden. So möchte ich nicht mehr weiterleben. Ja, das kann hier sein, dass ihr die ersten Impulse dazu bekommt. Hier, das sind hier die Geistesblitze. Ja, im Flow sein. Ja, auf einmal kriegt ihr kreative Ideen, wie ihr euer Leben leben wollt. Und stellt fest, das passt ja gar nicht zu dem, was ich bis jetzt gelebt habe. Ah, das kann hier alles passieren, meine Lieben. So. Ja.
Und dann haben wir zu den vier der Schwerter einen Rückzug, sich die Situation anschauen, ja, sozusagen, aber nicht, weil man es will, sondern weil man es muss. Das kommt von oben hier, ne? Diese vier der Schwerter ist ein Muss angucken, ja. Du musst dir darüber im Klaren werden, was diese Person hier, was die hier bei dir ausgelöst hat, wie sie dich eventuell auch manipuliert hat. Alles ist möglich, ja. Und da wirst du hier eine ganz direkte Chance für einen Neuanfang bekommen. Ass der Schwerter ist Neuanfang in direkter Form. Ja, so nach dem Motto, du wirst nicht gefragt, sondern dir wird präsentiert, dir wird geliefert vom Universum. So. Und dann stellst du fest, wie sehr du doch selbst deinen Wert nicht gekannt hast oder wie sehr du jetzt wieder in die Selbstliebe kommst, in die Selbst Entwicklung, in die Selbstkreativität kommst, ja, in die, wie soll ich sagen, in den ungehemmten Redefluss, um deinem Gegenüber zu sagen, wie uncool er doch ist, ja, oder die Person. Und dann, wenn die Leute, dein Umfeld sich, wenn die mitkriegen, dass du deinen Wert wiederlebst, dann wird es hier Proteste. Dann werden die sagen, kannst du doch nicht machen, das geht doch nicht. Ja, zum Beispiel hast hier dein Ex-Mann, ja, als Teufel, zwei Kinder, deine eigenen Kinder, vielleicht hast du noch Haustiere. Auf einmal fangen die an und protestieren hier alle. Ja, oh, da, ganz ehrlich, meine Lieben, ja, da habe ich schon die Schweine tanzen sehen. Also, ganz wichtig hier, wirklich, bleibt bei euch. Denkt immer daran, ihr braucht einen langen Atem, ihr werdet entschleunigt, ihr seid hier im Wandel und hier möchte etwas beendet werden, etwas möchte von euch gehen. Ihr dürft hier in die Heilung, Entgiftung, Transformation, Geistesblitze. Ihr werdet hier neu. Ihr werdet hier euch neu kreieren. Ihr werdet hier neu erschaffen. Das Hauptmerk liegt aber hier nach wie vor in der Legung bei der Person, die hier nicht ehrlich zu euch war, wo ihr immer gedacht habt, okay, dem, der kann ich vertrauen. Ihr werdet eines Besseren belehrt. Und ihr werdet aufgrund dessen, werdet ihr hier eure, ihr werdet eure Konsequenzen ziehen. Und ihr werdet diese Person hier stehen lassen und werdet von dieser Person hier weggehen. Definitiv. Ja. Ihr werdet hier jemanden verlassen, der nicht ehrlich zu euch ist. Und das musstet ihr aber tun, damit ihr hier in euer eigenes Potenzial kommt. Wäre das nicht passiert, würde das nicht passieren, würdet ihr euch selbst nicht leben. Ihr werdet hier wachgerüttelt, damit ihr euer Potenzial leben könnt, euer Sein. Genau so ist es. Meine Lieben, danke für euer Abo, danke für euer Like. Und wer gerne eine persönliche Legung haben möchte, kann sich sehr, sehr gerne bei mir melden. Ich bin gern für euch da. In diesem Sinne, alles Liebe, macht's gut, ciao.